Hallo Leute, das heutige Thema ist Freundschaft mit Menschen mit Behinderung, also für Menschen, die eine Behinderung haben. Und bevor ich mir das ganze Thema anfangen werde, habe ich eine kleine Bitte an euch, dass ihr das Video jetzt schon mal teilen könnt und natürlich einen Daumen nach oben geben könnt, dass wir dieses Video schon bekannt machen können. Das ist mein Ziel, auf jeden Fall so bekannt wie möglich. Deswegen ist das Daumen hoch auf jeden Fall wichtig und teile sogar fast noch wichtiger für das Video, dass ihr das mit euren Freunden teilen könnt und das interessiere die Leute bestimmt, weil das Thema ist ja, es geht ja um Freundschaft, nur mit Verbindung mit das Thema Behinderung, noch dazu benannt. Für Menschen mit Behinderung ist es ja extrem schwer, um Freunde zu finden. Und dazu gehört natürlich auch, richtige Freunde zu finden. Weil es gibt bestimmt einige Menschen, die jetzt meinen, dass die Behinderte ausnutzen können, nur weil die eine Behinderung haben. Und das macht das Ganze so schwierig. Weil man kann ja nicht wissen, wer ein wahrer Freund ist und wer nicht. Zum Beispiel. Und das nutzen dann meiner Meinung nach viele Leute aus. Man kann die Leute eigentlich auch, wie ich es finde, von meiner Erfahrung her eigentlich ziemlich gut entlarven für so etwas. Wie die Personen mit einer Rede. Oder wie die Person mit einer schreiben tue, kann man die eigentlich noch ziemlich gut entlarven. Würde ich mal sagen, wenn der jetzt eine Person ist, die einen nur ausnutzen will. Aber hier muss so gesagt werden, Menschen mit Behinderung wollen natürlich auch Freunde haben. Aber für die Menschen, wenn ihr zum Beispiel eine Behinderte zu einer jugendlichen Gruppe hingeht, als Beispiel, treffe ich einfach mal so in die Stadt, ganz zufällig. Und man denkt dem Mensch natürlich, der keine Behinderung habe, hey, man könnte ja Hänsel Mobbing, weil einfach die Gesellschaft, sag ich mal, eben fast normal geworden ist. Was aber natürlich auf jeden Fall überhaupt nicht gut ist, hier nochmal anzusprechen. Weil Menschen, die eine Behinderung haben, die zum Beispiel einen Sprachfehler haben oder im Rollstuhl sitzen, die haben, wie gesagt, auch im Beziehungsverhältnis her extreme Schwierigkeiten, um halt eben wahre oder gute Freunde zu bekommen oder überhaupt Freunde zu bekommen, weil halt eben die halt Leute haben einfach eben noch Angst, Ängste, wie auch immer, und die müsste einfach abgebaut werden. Viele denken ja zum Beispiel, oh, das ist ein Rollstuhl, sieht komisch aus, das spreche ich gar nicht an. Aber das ist genau falsch, oder viele Leute gucken dabei auch nur auf das Aussehen an, ob die gut aussehen, was die anhaben, was für neue Schuhe zum Beispiel. Aber das ist falsch, mal so erstmal gucken, was hinter die Person stecken tut. Und was die Person eigentlich für Fähigkeiten oder sogar was die sogar im Kopf hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, um das eben zu wissen, dass Menschen mit Behinderung im Prinzip eigentlich genauso sind wie andere Leute. Jeder kann Dinge, die der andere nicht kann. Und wenn man das einmal oder die Dinge, die derjenige kann, zum Herzen nehmen tut, dann wird das Ganze auch dann wesentlich einfacher. Zum Beispiel, ich kann gut Videos schneiden, können zum Beispiel viele von meinen Freunden zum Beispiel gar nichts, weil die Dame einfach noch nicht befasst habe oder so. Andere Seite können einige von meinen Freunden wesentlich besser Fußball spielen. Wiederum, ich kann das nicht so gut und da habe ich hier da eher meine Fähigkeiten. Und wenn man die erkannt habe, kann man eine richtig gute Freundschaft, sage ich mal, aufbauen. Auch ein Mensch, der eine Behinderung hat, zum Beispiel einen Sprachfehler. Früher war es zum Beispiel ganz oft so, ich wurde immer gehänselt wegen meinem Sprachfehler hin und her und lalala. Kennt man ja bestimmt.
Da haben die ganz oft angefangen zu sagen, du hast einen Sprachfehler, du hast einen Sprachfehler. Und genau das ist falsch. Ich wollte auf die Leute zugehen damals, wo wir so einen Ausflug waren mit mehreren Leuten. Ein Junge, sage ich mal, war davon, sage ich mal, nett zu mir. Und so die meisten Mädchen, die ich hingegangen bin, habe sofort nicht so zögert angefangen, mich zu mobben. Ich ja, toll, wenn man mit drei Leuten auf einen Behinderten rumhacken tut. Aber genauso ist auch andersrum, wenn jetzt, sag mal, diejenige hat jetzt keine Behinderung, also nichts, und drei Leute gehen auf den los, da ist genauso scheiße. Und das will ich damit sagen, ich denke, das dürfte genug Stoff geben für unten in die Kommentare zu kommentieren für euch. Könnt ihr liebe gern mal einige Kommentare darüber ablassen, über das Thema hier. Und auf jeden Fall teilt das Video mit euren Freunden, dass die das auch nochmal erfahren, wie das Ganze so eigentlich ist, wie das Ganze so eigentlich wirkt für diejenige. Und wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall mal Daumen nach oben da. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.